Arsenal, siehst du? Au! Hey, kämpfen! Neue Gegner, die mit Molotow-Cocktails schmeißen. Oder mit diesen Öldingern, die wir auch haben. Und das sind ganz kleine feige Bestien, die rennen einfach weg. Jetzt kommen wir da nicht dran. Ah, ihr seid auch noch da. Bleib hier, kleiner Krepel. Hey, jetzt hat sich die Tür geöffnet. Oh, könnt ihr euch noch den Kampf erinnern an Castlevania Lords of Shadows 1, wo ich da gegen diesen Butcher da kämpfen musste? Oh, Himmelhergesang, es war in meinen Nerven. Was öffne ich denn jetzt? Die Tür, okay. Wo führt die mich hin? Anscheinend macht die eine Abkürzung. Ja, hier waren wir ja vorhin. Ja, schafft eine Abkürzung. Jetzt haben wir eine Verbindung zwischen den beiden. Das ist doch toll. Ihr seid auch alle begeistert. Ich höre das. Da wir... Warte mal, von hier kommen wir, ne? Oh. Ich will immer Gabriel sagen. Hier ist noch ein Geheimgang. Als ich an diesem dunklen Ort erwachte, fand ich neben mir einen Teller mit gebratenem Fleisch und ein Glas mit würzigem Wein. Ich betete, dass mich meine Brüder bald retten würden. Vom Hunger geplagt, griff ich nach dem saftigen Keul und nahm einen Bissen, kaute und schluckte schwer. Ich hatte erst zwei Bissen gegessen, als ich zu meinem Erschrecken feststellte, dass es sich bei dem Knochen um das Fleisch... So. Ach stimmt, das war hier. Da konnten wir ja nicht hin. Dann können wir jetzt getrost nach oben, nachdem wir diesen kleinen Umweg da oben hinter uns haben. So, hier hin. Hep. Und Hep. Oder? Nee, falsches Hep. Das Hep. In die andere Richtung geht es nicht, oder? Dann sind wir schon wieder im nächsten Gebiet. Das Theater. Jetzt kommen die Holzpuppen. Das öffnet sich nicht, so wie es aussieht. Ja, Leben. Gerne. Ich bin ja ein Volltrottel. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Leben verliere. Oh. Interhaken. Ja, jetzt kommen die Holzpuppen. Wow. Alleine wie gruselig die Puppe da im Hintergrund schon guckt.
Ihr lacht mich jetzt bestimmt aus, hä? Oh, Puppenfinishen, das ist toll. Sehen, wie lange wir jetzt in der Luft waren. Hammer, oder? Oh, da ist schon wieder jemand hergelaufen. War das nicht derselbe? Oh, ja, das war jetzt blöd. Oh, ich finde diese Puppen so... Guck mal, das ist jemand mit weißen Haaren, oder? Tatsache. Wait. Who was it that helped me escape? Do you know him? Damn it! I'm tired of your silence. Show him to me. Here, now. Stupid creature. All right. At least tell me where I must go. Ins Licht, Captain Obvious. Aber ich glaube, dass also weiter bin, also viel weiter habe ich auch nicht gespielt. Also ein kleines Stückchen noch. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das Alucard war. Ich meine, das ist der einzige von. Also menschenfreundliche. Weißhaarige Typ, den wir so kennen. Hi. Gut, wir gehen erst unten lang. Weil oben ist unser Ziel. Gut, wir gehen oben lang. Oh Gott, da sind sie wieder. Ich liebe diese 3-Stunden-Luft-Kombos. Können wir hier immerhin das mitnehmen. Ich sah Puppen an einem Tisch, deren hölzernen Körper eine Haltung hatten, als würden sie sich bei einem großen Bankett vergnügen. Das ist ja schön. Ich trat näher und stellte fest, dass der Tisch mit köstlichen Speisen aller Art gedeckt war und steckte meine Hand nach einem glänzenden Apfel aus. Seine Beschaffenheit kam mir seltsam vor, doch erst als ich ihn genommen hatte, fiel mir auf, dass er nicht echt war. Das war ein Trick, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, doch nun ist es zu spät. Sie sind hier. Und wir sind Level 6. Eureka! Und da sind wieder Puppen. Noch mehr Puppen? Ja. Das war blöd. Und tschüss. So, dann wollen wir mal hier unten gucken. Oh.
Hier sollte es sogar hin. Na dann. Jetzt sind wir auf der Terrasse. Yay. Wir haben jetzt... Ja, den... Aufstiegsattacke? Ja, genau. Die habe ich öfters benutzt. Damit können wir Gegner in die Luft schmeißen. Also, nee, Magie haben wir voll, oder? Ach, Harpien. Mal wieder. Aber in einer anderen Farbe als vorhin. Und mit ganz großartiger Attacke. Und tschüss. Da können wir nicht weiter. Dann müssen wir ja wohl hier hoch. Die Arme. So außer Gefecht gesetzt. Und schon sind wir im Ballsaal. Hm. So. Na toll. Jetzt haben wir Werwölfe, die da was als Lendenschutz benutzen. Ja, das macht so Spaß. Einfach nur alles auspeitschen. Wir gehen aber erst einmal hier entlang. Weil hier ist diese Schriftrolle. Und wenn wir jetzt hier die Rolle machen und dann... Bäm, haben wir es. Jetzt haben wir schon ganze... 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück haben wir schon von... 10. Es gibt nur 10 Gegner in dem Spiel. Ah ne, da sind noch mehr. Na, schon gut. So, jetzt sind wir im Hof. Das ging hier auch schnell. Das Ding müssen wir uns nicht markieren. Hier müssen wir eh nochmal durch. Nö, Leben ist voll. Gucken wir erstmal, was hier ist. Hm. Oh! Ein Mimiku, das ist ja nett. Aua, das war gemein. Ich hoffe, das weißt du. Oh.
Aua, das war auch gemein. Das ist ja gemein. Habt ihr das gesehen? Wir haben von beiden Zweitwaffen dann nur so ein paar. Ach, so ein Viech wieder. So. Sieht schlecht aus. Da sollte man nicht so runter. Da kommt man so auch nicht lang. Jetzt hätte ich den aber gerne. Danke. So. Rinaldo Gandolfi beschloss, das Kampfkreuz am Ende mit ausfahrbaren Sporen zu versehen. Die Theorie ist einfach. Aus der Elite erwählte Ritter der Bruderschaft könnten so Orte erreichen, die anderen unzugänglich waren, wodurch sie eine größere Bedrohung für das Böse in der Burg darstellten. Ach, sogar Gandolfi selbst war halt nicht mehr unter uns. Ich weiß aber nicht, ob das so clever ist. Weil ich meine, wenn man alle Ritter zur Bedrohung macht, ist das doch eigentlich besser, oder? Okay. Da geht's dann nachher weiter. Wir wollen erstmal hier hoch.